Bereit? Ja, los geht's. Polizei! Polizei! Alles schön, stehen bleiben. Haut er ab? Nein, nein, nein! Jeder bleibt so ist! Wir wollen die Hände sehen! Was ist denn hier los? Meine Wohnung! So, die Party ist vorbei! Was ist denn hier runtergefallen? Wir gehen gleich weg. Feierabend. Fräulein, guckst du mich mal bitte an? Mia, was machst du denn hier? Wohnung ist sicher. Mama, was ist denn in dich gefahren? Bist du bescheuert? Deine Mama! Björn, eine Minute brauche ich eben mit dir, ja? Ja, nimm sie nicht zu hart dran, ja? Und du hältst dich von meiner Tochter fern. Hast du mich verstanden? Sonst lernst du mich kennen. Ob du mich verstanden hast? So. Mia, die machen jetzt einen Drogenschnelltest mit dir. Hast du Drogen genommen? Ich nehme keine Drogen. Was hast du denn mit diesen Leuten zu tun? Nur weil die irgendwelche Drogen nehmen, heißt es nicht, dass ich auch welche nehme. Ist dir klar, dass diese Leute, insbesondere dieser Timo, dass das ein Drogendealer ist? Das ist kein Drogendealer. Der nimmt keine Drogen, genauso wie ich. Woher willst du das denn so genau wissen, hm? Was hast du denn mit dem Timo überhaupt zu tun? Was du mit dem zu tun hast? Das ist mein Freund. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Mia, pass auf, das ist die längste Zeit dein Freund gewesen. Hast du mich verstanden? Den wirst du nie wiedersehen. Das kannst du mir überhaupt nicht verbieten. Und ob ich das kann. Bist mal zu, Anke. Wir müssen jetzt los, ja. Ja, komm, auf geht's. Mama, kannst du mir das nicht bitte ersparen? Ich möchte da nicht hin. Ach, ja, das fällt dir aber früh ein. Weißt du, ich würde es dir vielleicht sogar noch ersparen, aber das tut dir vielleicht mal ganz gut. Das ist dir vielleicht eine Lehre, ja? Was jetzt passiert? Die werden dir Fragen stellen, die machen einen Drogentest. Also das ist wirklich das allerletzte, womit man rechnet, wenn man eine Drogenrazzia macht, dass da die eigene Tochter vor einem steht. Dass sie nicht gemerkt haben, was für Leuten die abhängt. Aber ich werde mit ihr reden und dann ist das Ganze ein für alle Mal beendet. Also wenn der Drogentest positiv ausfällt, dann kannst du dich auf was gefasst machen. Ich hab dir gesagt, der ist negativ. Ja, das sagst du. Ey, ich versteh's nicht. Von allen Jungs, die du dir aussuchen kannst, muss das ein Drogendealer sein. Sag mal, das geht mir nicht in den Kopf. Ich habe einfach keinen Bock auf irgendeinen Spießer. Und wenn du mir nicht vertraust, ist es nicht mein Problem. Was hat das denn mit Vertrauen zu tun, immer sich mit solchen Leuten abzugeben? Das geht schief. Da bin ich wieder. Ah, und? Na, erstmal die gute Nachricht. Der Drogenschnelltest ist negativ ausgefallen. Das habe ich dir gesagt. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Hier hast du dein Hoodie wieder. Und guck mal, was wir drin gefunden haben. In meinem Hoodie. In deinem Hoodie. Ja, das muss mir irgendjemand zugesteckt haben. Na, dann hast du ja tolle Freunde, die dir bei einer Razzia Drogen unterschieben. Sag mal, Mia, merkst du's, dass du für solche Leute ein willkommenes Opfer bist? Ich und ein Opfer. Ja, aus deren Sicht, nicht aus meiner. Herrgott, nochmal. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre, dass du kapierst, mit was für einem Pakt du dich da eingelassen hast. Wenn ich Timo erzähle, dass mir irgendjemand diese Drogen untergeschoben hat, dann kann derjenige sich erstmal richtig warm anziehen. Was? Was du nicht sagst. Ja. Hallo, Mia, hier geblieben. Hey, Mia! Das glaubst du doch selber nicht. Die stecken alle unter einer Decke. Sag mal, hast du nie Verfolgungswahn oder was? Pass auf, wir müssen jetzt gegen dich noch ein Ermittlungsverfahren einleiten. Verstoß BTMG, Betäubungsmittelgesetz. Deine Mama kann den Rest nachher alleine erklären, okay? Ich bin weg. Glanzleistung. Bin richtig stolz auf dich. Kannst du dir das vorstellen? Wenn ihr der Meinung seid, ein Ermittlungsverfahren gegen mich einleiten zu müssen, dann macht das, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Aber ich hoffe, die ganze Scheiße keinen Bock mehr. Das ist das Gesetz, mein liebes Kind. Du wartest jetzt. Mia! Mia, warte! Anke. Lass sie gehen. Das bringt doch jetzt sowieso nichts. Das bringt jetzt nichts. Lass es sein. Mia, warte! Hey, was? Erzähl mir doch mal zu. Was ist denn eigentlich los? Wir haben uns doch immer alles gesagt. Seit wann erzählst du mir denn nichts mehr? Hättest du mir erlaubt, bei meinem neuen Freund zu schlafen? Nein, also. Ja, das hat auch seine Gründe. Du kennst ihn noch nicht mal. Ich kenne den gut genug. Und bei dieser ganzen Sache, so wie du dich hier aufführst, hast du dir einmal überlegt, wie ich jetzt dastehe vor meinen Kollegen, was das für einen Eindruck macht? Ey, du denkst auch nur an dich und deine Scheißkollegen. Du bist so ein auf Schein heilig. Oh, reicht's. Hör mal zu, wenn du so erwachsen wärst, wie du hier tust, dann hätten wir diesen ganzen Ärger gar nicht am Hals. Wir fahren jetzt nach Hause und dann reden wir noch mal ganz in Ruhe. Ja? Ja? Ja! Also. Am nächsten Morgen. Anke Salomon ist frustriert. Die Drogenrazzia bei dem einschlägig vorbestraften Timo Renner blieb ohne Ergebnis.
und Tochter Mia steht noch immer auf Kriegsfuß mit ihrer alleinerziehenden Mutter. Auch ihr Freund und Kollege Björn Heger kann Anke nicht aufmuntern. Dann sehe ich aber ein langes Gesicht. Ja, sorry, ist mir auch gerade nicht nach Schmusen und gar nichts. Ich habe einfach die ganze Nacht nicht geschlafen, es war einfach nur Scheiße. Wegen der Razzia gestern? Ja, natürlich. Kannst du mir mal sagen, wie ich jetzt verhindern soll, dass sie sich heimlich mit diesem Idioten trifft? Das wirst du nicht verhindern können, aber immerhin hat sie doch Angst gehabt, als sie abgeführt wurde. Sie wird schon kapiert haben, dass sie mit den Drogis nichts zu tun haben will auf längere Zeit. Doch, da wäre ich mir nicht so sicher. So verknallt. Doch, das wird schon. Oh, störe ich etwa? Nein. So, hallo. Frau Salomon. Ja? Wir müssen uns mal unterhalten. Ja? Es tut mir leid, meine Kollegen, das ist ein Dienstgespräch. Björn kann doch dabei bleiben. Nein, ich unter vier Augen, bitte. Okay. Später. Frau Salomon, ich habe eine Anzeige gegen Sie. Der Timo Renner hat Sie angezeigt wegen Körperverletzung. Mich wegen Körperverletzung? Genau. Wieso das denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Er hat ausgesagt, dass Sie ihm aufgelauert haben vor seiner Wohnungstür. Was? Um ihm zu sagen, dass er die Finger lassen soll von Ihrer Tochter. Nein, habe ich nicht gemacht. Sie haben ihm die Dienstwaffe an den Kopf gehalten. Bitte? Und beim anschließenden Rangelei haben Sie ihm den Arm ausgerenkt. Das stimmt nicht. Das sind seine Wörter. Ja, völliger Blödsinn, das habe ich nicht gemacht. Dann sagen Sie mir doch bitte, wo waren Sie an dem Abend zwischen 21 und 22 Uhr? Ich war jetzt zu Hause mit Mia, dann haben wir uns gestritten und dann bin ich spazieren gegangen. Hast du vielleicht jemand gesehen beim Spazierengehen? Gut, wer denn? Irgendwelche Passanten oder was? Nee, natürlich nicht. Ja, Frau Salomon, das Problem ist auch, es gibt sehr viele Zeugen, die gehört haben, dass Sie bei der Razzia ihn massiv bedroht haben. Ja, mein Gott, ich war stinksauer. Ich hab den angepöbelt, er soll die Finger von ihr lassen. Aber dass er mich sonst kennenlernen wird. Aber das habe ich doch nicht ernst gemeint, ist doch klar. Frau Salomon, was hatte Timo Renner gegen Sie, dass er Sie belasten will? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er schlecht geschlafen, vielleicht hat er scheiß Gras geraucht. Weiß ich es denn? Ich weiß, dass er sich das alles ausgedacht hat. Ich bin ja nicht mehr da gewesen. Es tut mir leid, aber ich muss ein Disziplinarverfahren gegen Sie einleiten. Und weil Ihre Tochter noch mittendrin steckt, muss ich Sie leider vom Dienst suspendieren, solange diese Vorwürfe nicht geklärt sind. Frau Salomon, es tut mir leid. Und unter uns nehmen Sie einen guten Anwalt. Toll. Nehme ich mir einen Anwalt. Super. Anke Salomon kontaktiert sofort Bernd Römer. Sie kennt den Anwalt bereits von der Dienststelle und weiß, dass sie ihm blind vertrauen kann. Der Jurist streicht ohne Zögern seine Mittagspause, denn er weiß, die Polizistin könnte wegen des Tatvorwurfs der Körperverletzung im Amt und der Bedrohung schnell ihren Job verlieren. Sie haben während der Razzia den Herrn Renner bedroht. Ja, ich habe den vor versammelter Mannschaft zusammengepfiffen. Was habe ich gesagt? Er soll sich von meiner Tochter fernhalten, weil er mich sonst kennenlernt. Und bin auch laut geworden. Eben. Aber ja, es ist ja klar, dass ich dem Ganzen keine unrechtmäßigen Aktionen folgen lasse. Das ist für Sie sicherlich klar, aber es steht jetzt im Raum. Genau. Es steht eine Drohung im Raum. Sie mögen das nicht so gemeint haben, aber das haben die Kollegen mitbekommen. Ja. Das ist ja schon quasi aktenkundig. Ja. Es wäre gut, wenn es irgendeinen Zeugen gäbe, der Sie entlasten könnte. Sie haben kein Alibi, das ist ein Problem. So, ich frage mich, ist der wirklich verletzt worden? War da irgendwas? Es könnte ja sein, der ist abgefangen worden vor seiner eigenen Haustür von irgendeinem Dealer. Ja, es gibt Revierstreitigkeiten. Mir ist klar, dass du hier sitzt, ne? Du tust richtig einen auf scheinheilig. Weißt du, was ich gerade von Timo gehört habe, was du mit ihm gemacht hast? Ach. Du sagst, du bist immer für mich da und dann schlägst du ihn? Was der Timo dir erzählt hat, davon ist kein Wort wahr. Ich habe den nicht angerührt. Na klar, und woher sollte er sonst diese ganzen Verletzungen haben? Ja, das frage ich mich auch. Wer sind Sie? Schönen guten Tag, Römer. Ich bin der Anwalt Ihrer Mutter. Ihre Mutter hat ein Disziplinarverfahren am Hals, sie hat eine Strafanzeige am Hals und sie steckt in großen Schwierigkeiten. Und zwar wegen der Sachen, die der Herr Renner da behauptet. Genau. Und ich habe mit dem beruflich noch nie was zu tun gehabt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wegen was er sich rächen möchte. Deswegen glaube ich, dass er mich aus dem Weg haben will, um bei dir freie Fahrt zu haben. Mal ganz ehrlich, ich weiß, dass er mich liebt und ich würde alles für ihn machen. Warum sollte er dich dann noch anzeigen? Gott. Überleg mal, was du dir für eine Scheiße einbildest. Ja. Die klare Sprache der Jugend. Hören Sie zu, was Sie machen könnten, ist, machen Sie doch mal einen Zettel, suchen Sie Zeugen. Und vielleicht spreche ich einfach mit dem Herrn Renner. Vielleicht kann der mir irgendwas sagen. Haben Sie ein Foto von dem? Den erwische ich doch mit Sicherheit auf einem seiner üblichen Umschlagplätze, oder nicht? Moment. Ja,
Aha. Das ist er. Das ist der Akte, ja? Mhm. Ja, gut. Das brauchen Sie mir nicht schicken. Das Gesicht, das merke ich mir. Das ist jetzt mein letztes Geld, Mann. So im Endeffekt, wenn ich das gebe, ich hab nicht mehr was zu fressen im Haus, Mann. Ja oder nein? Ja, von mir aus, Alter. Ich hab eh nichts mehr zu verlieren, Digga. Komm, ist okay. Ich hab's einmal so. Ach, Scheiße. Oh, das tut mir aber leid, Herr Renner, dass ich jetzt Ihren Kunden vertrieben hab. Kunde? Ist der auf Entzug oder warum ist er so nervös? Denkt er, ich bin ein Polizist? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Rechtsanwalt. Römer ist mein Name. Ich vertrete die Frau Salomon. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich dreist. Gestern war bei Ihnen doch eine Drogenrazzia und heute stehen Sie schon wieder hier und verticken neues Zeug an die Leute. Verticken? Was meinst du gerade eben? Nein, das war, der junge Mann brauchte Busgeld. Haben Sie nicht gesehen, wie eilig er das Mann hatte? Der Bus ist fast abgefahren. Genau, weil der Bus abgefahren ist. Herr Renner, für Sie ist bald der Zug abgefahren. Deshalb möchte ich mit Ihnen reden. Sie haben Strafanzeige erstattet gegen meine Mandantin und behaupten, sie hätte sie bedroht mit der Waffe und verletzt. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Und deshalb werde ich meiner Mandantin empfehlen, gegen Sie Strafanzeige zu erstatten wegen falscher Verdächtigung. Das wollte ich Ihnen mitteilen und Sie fragen, ob Sie meinen, Sie können sich ein zusätzliches Verfahren noch leisten. Sie haben doch mit den ganzen BTM-Geschichten genug am Hals, oder nicht? Strafanzeige? BTM-Sachen? Ich bin hier das Opfer. Ach, Sie sind das Opfer? Sagen Sie mal, welcher Arm ist Ihnen da nachts ausgekugelt worden? Das war doch der linke, oder nicht? Den können Sie aber wieder gut bewegen. Da bin ich ja fast beruhigt, dass Sie am Tag nach so einem schweren Übergriff direkt wieder zur Arbeit gehen können. Hier im Park. Prima. Freut mich. Sind Sie Arzt oder Rechtsanwalt, hä? Nein, aber dass man so einen Arm in der Schlinge tragen sollte, Herr Renner, das weiß ich. Und Herr Renner, noch was. Meine Mandantin macht sich Sorgen um ihre Tochter. Um die Mia. Die ist mit Ihnen zusammen. Und meine Mandantin hat Angst, dass die auf die schiefe Bahn gerät. Und das kann ich ehrlich gesagt gut verstehen. Schiefe Bahn? Sie ist nichts Besonderes, okay? Das ist einfach ein Mädchen, steht auf mich. Ich kann doch nichts dafür. Aber es ist doch trotzdem kein Grund, dass Ihre Mutter mich verprügelt. So unschuldigen Menschen wie mich. Ja, klar. Aber ich werde der Mia das ausrichten, was Sie gerade über sie gesagt haben, ne? Nichts Besonderes und so. Vielleicht öffnet der das ja die Augen. Vielleicht auch nicht. Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der Herr Renner mit vor Angst schlotternden Knien sagt, Herr Römer, ja, ich habe da die Unwahrheit gesagt. Aber ein Versuch war es wert. Er hat jetzt eine Ansage bekommen. Und wer weiß, vielleicht denkt er ja noch mal drüber nach. Anke Salomon hat sich in der Zwischenzeit mit Flyern bewaffnet, die sie in Timo Renners Nachbarschaft aufhängt. Damit sucht die 39-Jährige nach Zeugen, die ihre Version der Geschichte und somit ihre Unschuld untermauern. Überraschend läuft ihr Tochter Mia in die Arme. Wohin bist du denn unterwegs? Du bist ja jetzt nicht auf dem Weg zu Timo, oder? Dir ist klar, dass ich dich da nicht hingehen lasse. Außerdem hat der Herr Römer gerade angerufen, der hat ein paar wirklich interessante Infos über den Timo. Die solltest du dir vielleicht auch mal anhören. Mama, das interessiert mich alles ein Scheißdreck. Ich kenne ihn schon in- und auswendig. Du weißt gar nichts über den. Du lässt dich total von dem einlullen. Der lügt dich an. Ich habe den nicht angerührt. Ey, Mama, du kannst mir nicht verbieten, mich mit ihm zu treffen, Mann. Oh, nicht so stürmisch, nicht so stürmisch. Mia, hallo, grüß dich. Bleib eine Sekunde noch hier, bitte. Hallo, Frau Salomon. Hallo. Ich habe mich gerade mit Herrn Renner gesprochen. Der bleibt leider bei seiner Aussage. Der belastet sie weiterhin und behauptet, sie hätten ihn dann nachts überfallen. Wozu belasten? Das ist die richtige Aussage. Ja, da bin ich mir aber nicht so sicher. Ja? Mia, warum glauben Sie eigentlich dem Herrn Renner mehr als Ihrer Mutter? Weil er mich liebt und warum sollte er mich dann noch anlügen? Und das gilt für mich nicht? Ich bin deine Mutter. Hey, ihr könnt doch Timo einmal komplett in Ruhe lassen. Du hast mir schon genug angetan. Mia? Warte mal, ich rede mal kurz alleine mit ihr. Vielleicht komme ich da weiter. Mia, warten Sie eine Sekunde. Was? Eine Sekunde. Haben Sie eine Sekunde Zeit? Ich möchte ganz kurz mit Ihnen sprechen. Ja. Also es tut mir leid, dass Sie so einen Ärger haben mit Ihrer Mutter, dass Ihr Verhältnis da gerade nicht so gut ist. Das tut mir sehr leid. Das war doch eigentlich prima, oder nicht? Hat Ihre Mutter mir gesagt, bis Sie den Herrn Renner kennengelernt haben. Ja, war's ja auch. Ja, wenn das so war, können Sie sich denn dann wirklich vorstellen, dass Ihre Mutter sowas macht, dass sie dann nachts durch die Gegend fährt und auf einmal jemanden überfällt und mit der Dienstwaffe bedroht? Ich meine, meine Mutter ist mega durchgedreht, als sie mich bei der Razzia gesehen hat. Und, ja, und warum, das kann ich verstehen. Warum sollte Timo lügen? Man hat ja wirklich einen verletzten Arm gehabt. Das sah für mich aber ganz anders aus. Ich habe ihn gerade im Park gesehen. Der hat den Arm weder in der Schlinge, noch ist er sonst irgendwie eingeschränkt. Der bewegt den lustig munter durch die Gegend. Ich bin kein Arzt, aber nach meiner Meinung nach stimmt das nicht. Ja, meine Mama ist halt an dem Arm, wo wir den Streit hatten, noch mal eine Runde gegangen. Gut, das macht sie öfters, wenn wir einen Streit haben. Aber in der Zeit hätte meine Mutter ihm locker auflauern können. Mir, ich glaube Ihrer Mutter nach wie vor. Und dem Herrn Renner glaube ich nicht. Und Ihre Mutter macht sich einfach große Sorgen wegen des Umgangs, den Sie haben. Und das kann ich verstehen. Der Herr Renner steht jetzt schon wieder im Park und der vertickt Drogen. Der verdient sein Geld mit dem Elend anderer Leute. Das ist doch nicht cool. Das ist doch nicht hip.
Und dann würde ich auch mal drüber nachdenken, ob das so ein toller Mann sein kann, wenn er Ihnen Drogen unterschiebt bei der Razzia. Ihr Verfahren ist eingestellt worden wegen Geringfügigkeit, aber macht man sowas? Timo hat mir die nicht untergeschoben. Das muss irgendjemand da gewesen sein, der dabei war. Ja. Da waren ja auch genug andere Leute. Aber wer das war, wissen Sie nicht. Nö. Ja, vielleicht war es ja dann doch. Und ich möchte Ihnen noch was sagen. Er hat nicht so besonders nett über Sie und die Beziehung gesprochen. Er meinte, Sie wären nichts Besonderes, Sie würden ihn anhimmeln. Na ja, mehr nicht. So sieht Herr Renner die Beziehung. Ich glaube Ihnen echt kein Wort. Das ist so typisch, dass Sie genau das Gleiche wie meine Mutter sagen. Ich sage Ihnen nur die Wahrheit. Ich sage Ihnen das, was ich gerade gehört habe. Und vielleicht fühlen Sie mal dem Herrn Renner genauso kritisch auf den Zahn wie Ihrer Mutter. Und dann kommen Sie zum etwas objektiveren Bild. Vielleicht hilft das ja. Sie haben keine Ahnung. Das tut mir jetzt wirklich leid für die Mia. Das ist ein sehr liebes Mädchen. Sie ist halt ein bisschen naiv und gutgläubig. Und deshalb muss sie der Wahrheit ins Auge blicken. Und die muss kapieren, dass der Herr Renner nicht so ein toller Mensch ist, wie sie das glaubt. Als Mia bis zum späten Abend nicht auftaucht, macht sich Anke Salomon große Sorgen und will ihre Tochter bei deren Freund Timo rausholen. Anwalt Bernd Römer soll ihr jedoch dabei helfen. Denn alleine will die 39-Jährige dem hinterhältigen Drogendealer nicht gegenübertreten. Mia! Mia, kommst du jetzt? Was wollen Sie hier? Was? Ich will meine Tochter nach Hause holen. Das ist meine Wohnung. Das ist mir doch egal. Ich komm nicht. Das ist meine Tochter. Ich komm nicht mit. Du hast mich schon mal angelogen. Ich hab dich überhaupt gar nicht angelogen. Das ist alles großer Quatsch, was er dir erzählt hat. Jetzt komm mit. Ich komm nicht mit. Lassen Sie mich doch mal versuchen. Mia, hören Sie mal bitte zu. Ihre Mutter hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und wenn Ihre Mutter sagt, Sie müssen zu Hause übernachten, dann haben Sie das zu tun. Das ist so, das steht im Gesetz. Ich bin auch volljährig, ich kann auch genauso gut auf Sie aufpassen. Entschuldigung, heißen Sie Mia? Mit Ihnen redet momentan wirklich gar keiner. Und wie alt Sie sind, interessiert mich auch nur am Rande. Mia ist 16 und damit ist die Sache gegessen. Ja, mich interessiert auch nicht, was Sie sagen. Sie haben mich auch schon mal belogen und er liebt mich. Oh Gott, du hast doch heute, was er gesagt hätte. Mia, jetzt komm mit Mia! Mia, verdammt! Nein, ruhig jetzt. Komm, das bringt ja doch nichts. Mann. Ich muss Ihnen doch die Rechtslage nicht erklären, oder? Sie wissen die doch genauso gut wie ich. Besteht Lebensgefahr für Ihre Tochter? Nein. Besteht sonst eine Gefahr konkret für Ihre Tochter? Nein. Also können wir da jetzt nicht mit Gewalt rein und Ihre Tochter da rausholen. Und die Polizei rufen können wir auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so sinnvoll wäre in dieser momentanen Situation, in der Sie sich befinden. Wir haben momentan nicht viele Möglichkeiten. Das Einzige, was wir juristisch machen können, ist, ich kann morgen einen Herausgabeantrag beim Familiengericht stellen, dann muss Ihre Tochter mitkommen. Dann haben Sie einen Titel, das geht als Eilantrag relativ schnell, den können Sie dann vollstrecken. Ob das auf Dauer Sinn macht, weiß ich nicht. Einsperren können Sie Ihre Tochter nicht. Das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Ja gut, aber besser als nichts, dann machen wir das. Besser als nichts. Natürlich ist das jetzt sehr schwer für meine Mandantin, ihre Tochter hier alleine zurückzulassen, beziehungsweise ja gerade nicht alleine, aber das ist nun mal die Rechtslage. Sie kann da selber jetzt nichts machen. Wir brauchen erst einen Titel vom Gericht und an diese Rechtslage muss sie sich halten, sie ganz besonders, denn sonst kriegt sie noch viel größere Schwierigkeiten. Sie müssen auch da lang? Nee, ich muss hier rüber. Tschüss, so. Dann hören wir uns morgen. Tschüss, ne? Gut, ich bereite das vor, ja? Okay, danke. Tschüss. Mia! Mia, es reicht jetzt, du kommst jetzt mit! Was soll ich schon wieder hier? Was ist schon wieder hier? Du rückst jetzt meine Tochter raus, hast du mich verstanden? Auf der Stelle und ich tu dir nichts, wie du siehst. Du rückst jetzt meine Tochter raus. Wollen Sie wieder die Knarre an meinen Kopf halten? Ich hab dir keine Knarre! Ah! Das ist verrückt! Spinnst du jetzt? Hör sofort damit! Was haben Sie da? Bitte hören Sie auf! Jetzt Schluss damit! Aufhören mit dem Theater! Spinnst du? Mia, der simuliert! Der simuliert. Deine Mutter ist verrückt. Ich habe nichts gemacht. Geh! Dein toller Freund, der spielt dir nur Theater vor. Ja, Björn, ich weiß, dass du im Dienst bist. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Pass auf, Mia ist bei Timo in der Wohnung. Sie will ums Verrecken nicht mit nach Hause kommen. Ich habe alles probiert, war mit dem Anwalt gerade da. Bitte, du musst sie da rausholen, ja? Ja, dann fahr danach direkt los, okay? Okay, dann warte ich hier. Bis gleich. Ciao. Björn Heger will seiner Freundin Anke gern beistehen. Wohl ist ihm nicht dabei, denn er weiß, dass er mit seiner Hilfe gegen das Gesetz verstößt. Na, wie geht's dir? Tja, nicht so toll, ne? Der hat gerade voll die Show abgezogen, als hätte ich ihn nochmal verprügelt. Dann kam Mia dazu, die hat ihm das abgekauft. Absoluter Horror. Okay, dann werde ich da jetzt reingehen und hole sie raus. Okay, ich warte hier auf euch, ne? Nein,
Nein, nein, nein. Du solltest gar nicht da sein, das weißt du. Okay. Du fährst nach Hause. Ich bring dann mir. Okay? Na gut. Bis später. Dank dir, ne? Reicht doch langsam. Okay, hör zu. Wissen Sie? Ich will keinen Ärger, okay? Das Einzige, was ich will, ist mir holen. Ey, was machst du hier? Ich will dich holen. Ich hab aber keine Lust mitzukommen. Aber du sollst jetzt. Nein, Mama hat ihn eben angegriffen. Schickt sie dich her oder was? Ich komm nicht mit dir mit. Willst du sie anzeigen? Das können sie ausrichten. Ja, du kannst sie anzeigen, von mir aus. Hör zu mir, ich weiß, du willst nicht mit mir gehen, ja? Aber mitgehen wirst du. Hast du mich verstanden? Ja, okay, komm. Ich hol dich da raus, Mia, okay? Ja. Ich werde dich nicht bei deiner gewalttätigen Mutter lassen. Diese Anke, können Sie ausrichten, dass sie fertig machen wird, diese Bullenbraut. Ja. Macht dir das gar nichts aus, dass der Typ so über deine Mutter redet? Ich kann das nicht glauben. Ich weiß nämlich zufällig, dass du das Wichtigste auf der Welt für deine Mutter bist, ja? Komm, lass uns nach Hause gehen. Was hätte ich auf die Schnelle denn sagen sollen? Björn tut so, als ob meine Mama eine Heilige wäre und Timo und ich Schwerverbrecher. Obwohl es eigentlich genau umgekehrt ist. Sie hat Timo schon wieder angegriffen. Ich glaube, die spinnt. Ich tanz, tanz, tanz aus der Reihe. In der Schule hatte ich immer Langeweile. Eine halbe Stunde später liefert Björn Heger Mia zu Hause ab. Die 16-Jährige ist noch immer wütend auf ihre Mutter. Anke Salomon hat die beiden bereits sehnsüchtig erwartet. Sachen. Ja, ich geht noch. Hey, danke dir. Timo hatte so recht gehabt, ihr steckt alle unter einer Decke. Das ist zum Kotzen. Mia, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Hm? Mia, komm, jetzt lass uns doch mal in Ruhe darüber reden. Mia! Hey, solange meine Unschuld nicht bewiesen ist, komme ich gegen Timos Gehirnwäsche bei ihr einfach nicht an. Nimm dir das nicht so zu Herzen, komm. Und ich versuche ja alles, um diesem Timo endlich das Handwerk zu legen, ja? Aber hör zu, ich habe an was ganz anderes gedacht. Vielleicht sollten wir öfter einfach zusammen sein, wir alle drei. Dann hat Mia einen Ansprechpartner, sozusagen den Mann im Haus. Ihr fehlt doch der Vater. Ja, das merkt man doch. Ich habe es eben auf der Fahrt auch bemerkt, dass ich bin gut zu ihr durchgedrungen. Ich habe den Eindruck, als hätte ich sie zum Nachdenken gebracht. Ja? Versuch doch mal irgendwann, dass wir was zusammen unternehmen. Das ist total lieb gemeint, aber ich glaube, im Moment will sie mit mir nichts unternehmen. Da beiße ich auf Granit. Moment, warte, ich finde das. Salomon? Das ist ja interessant. Und was haben Sie genau gesehen? Ah, okay. Und wie sah der aus? Okay. Könnten Sie das noch mal schriftlich bezeugen? Super. Und könnten Sie dafür morgen früh um 9 auf die Wache kommen? Ja, genau da. Super, Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank, schönen Abend noch. Ah! Was? Das ist ein Zeuge gewesen. Der hat gesehen, wie jemand anders Timo verprügelt hat. Damit bin ich nein, wirklich. Gut. Oh Mann. Du bringst mir echt Glück, weißt du das? Erst bringst du mir meine Tochter zurück. Jetzt hast du mir einen Zeugen hier serviert. Was kommt als nächstes? Das ist jetzt der erste richtig gute Moment, seit das mit der Anzeige gegen mich losgegangen ist. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, aber morgen um diese Zeit ist das alles schon ein böser Traum. Ich muss das sofort meinem Anwalt erzählen.